Sudele, weiter geht es mit einer 1800. Hibiskusfarmen hatten wir gebaut, gleich zwei. Und der Farmen und viele andere Dinge. Hatten festgestellt, dass in der neuen Siedlung hier, dass es hier an der Möglichkeit fehlt, Gewänder zu produzieren. Kriegen wir alles hin. Wird alles importiert, wenn wir schaffen. Eben eine Quest versemmelt. Unglaublich. Was machen wir jetzt hier? Wir gehen hin in Mimimatata. Haben eine Hibiskusfarm fast zu Ende gebaut und eine zweite noch gar nicht. Gehen hier hin. Das hatte ich abgebrochen, als ich eben entsetzt festgestellt hatte, dass wir die Enhalo-Quest vergessen hatten. So. Und hier. Er ist perfektionistisch auf die Spitze. Ach nee, das ist Quatsch. Dann hätte ich gesagt, wir bauen die Farm hier drauf, auf die beiden Felder, die nichts haben, aber das ist irgendwie Quatsch. Wir ziehen sogar noch. Wie machen das so? Jetzt haben wir es doch gemacht. Hier rüber. Lücken füllen bitte. Hier bauen wir nachher noch eine weitere Farm hin. Das hat aber noch Zeit. Nachher der dritte hin und das ist das Lagerhaus. Das ist ja immer, wo es immer rauf und runter geht. Alles gut. Dann brauchen wir für die weitere Produktion hier noch. Für den Hibiskus-Tee. Teewürze rein. Und zwar deren. Auf zwei Hibiskus-Farmen passen. Fünf. Zwei zu drei. Sie spielen schon seit zwei Stunden. Genau, auf zwei passen drei, ne? Captain Kiba, ne? Zwei, drei Hibiskusfarmen und darauf zwei Teewurzereien. Sehe ich doch richtig, ne? Ja, genau. Also wir bauen eine hier. Die bauen wir jetzt da hin. Wo kein Grün ist. Einmal hier hin. Kommt bis dahin die Feuerwehr. Nicht, dass es so unfassbar wichtig wäre. Naja, wir können ja Verbindungsstraßen gleich ziehen. So. Geht es hier rüber und immerhin bis hierhin. Und zweimal. Und dreimal. Und eine Straße bitte. So, alles gut. Jetzt haben wir eine große Menge hier an Hibiskus-Tee-Produktion. Arbeiter gehen langsam aus. Die Geschichte handelt von einer Stadt wie unserer. Hibiskus-Tee wird auch noch gar nicht nachgefragt, kommt in Kürze. Trockenfleisch nachher, Gewänder müssen wir uns liefern lassen. Noch ein paar Häuser mehr. Und zwar einmal. So. Dann machen wir das hier weg. Ziehen die Häuschen hier hin.
ziehen eine Straße hier rüber. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ein Feuer ist ausgebrochen. So lang. Das hier noch weg. Häuschen hier hin. Nee, da könnten wir nachher noch Ziegenfarmen, glaube ich, hinsetzen. Wir beide wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus. Ein paar noch hier unten hin, bitte. Ach, das passen wir nachher. Wer weiß, was wir hier machen. Kann das sein, dass da was ganz anderes entsteht? Dass da Ziegenfarmen hinkommen, damit wir das nutzen? Könnte ich mir auch vorstellen. Das machen wir alles nachher. Wir setzen erstmal nur, nutzen erstmal nur die hier vorne. Ja, ich vermute, hier operieren wir mit Ziegenfarmen. So, jetzt bedarf nach Gewändern. Zufriedener Hibiskus kommt in Kürze. Holz wird produziert. Lagerhalle. Hier Holzproduktion. Läuft alles gut. Lagerhalle läuft auch. Wenn wir ausbauen. Holz abliefern. Jetzt müssen wir vor allem mal checken, ob wir zum einen nicht ein Depot bauen wollen, damit wir etwas mehr Lagerfläche hier haben. Und das setzen wir irgendwo an den Rand, wo es keinen stört. Die Flammen wurden gelöscht. Genau. Und dann... So, und dann gucken wir mal. Das war die Produktion aller Gewänder in ganz Afrika. Hallo Sebastian. Liebe Grüße an Sebastian. Halben Monat abonniert schon. Danke an dich. Schreibt auch was ganz Nettes. Vielen lieben Dank für all die schöne Zeit. Schön, dass du da bist. Danke dir. Der Umgang mit Ihnen könnte mich noch teuer zu stehen kommen. Und ein Danke an Ori. 9 Monate bereits. Ausgezeichnet. So stimmt's. Danke dir. Kleines Dankeschön für WB und den Mods. Das gilt auch dir, Captain Keeper. Dankeschön für die vielen netten Streams. Ja, dankeschön. Habe ich mich bei Hyades schon bedankt? Ich glaube auch nicht, ne? Ich glaube nicht. Hyades, danke dir. 4 Monate. Liebe Grüße an dich, danke. Ich glaube, ich war hier beschäftigt mit irgendwie mit Anne Harlow. Mit dem irgendwie damit beschäftigt, mich nicht zu ärgern, dass wir eine Quest versammelt hatten. Danke geht an Hyades raus. Also das ist alles okay hier. Jetzt wollten wir mal gucken, insgesamt, wie das mit den Gewändern ist, und hatten festgestellt, es reicht nicht aus. Also es reicht nur knapp aus. Hier ist eine Lücke. Jetzt schauen wir mal, wo wir überall Gewänder produzieren. Hier auf jeden Fall. 8. Wo sonst? Vier in Eye of Africa. Und das war's, ne? Hier auch 4. 4 in Zebrakind. Wir brauchen Leinenweberei und Flachs. Jetzt ist die Frage, wo... wollen, wo ist viel Platz? Sehr viel Platz ist hier in Eye of Africa. Yes, Platz satt. Also ich finde, wir könnten sagen, dass wir das hier noch weiter machen. Und dass wir die dann zentral rüberbringen, hier hin nach Taburima. Könnte ich mir gut vorstellen. Wir können natürlich auch alles hier vor Ort produzieren, hier ist auch viel Platz. Aber ich würde das, glaube ich, hier machen. Hier hin nach Eye of Africa und noch ein bisschen mehr produzieren. Haben wir alles da zum Rauchen? Ich denke ja, aber älteste Kräfte, Hirten, alles da. Das heißt, wir schauen mal, wo die sind.
Stickereien und Co. Die sind meistens da hinten, die vier. Ja, da brauchen wir allerdings nicht weiter. Können wir denn einfach mehr? Die Flachsfarm wird bereits versorgt mit einer Traktorscheune. Und die Leinenwebereien können nicht beschleunigt werden und die Stickereien auch nicht. Wir brauchen, wie viel Flachs wird hier produziert? Anscheinend funktioniert es mit dem ganz gut mit den Traktoren. Haben wir eventuell einen Überschuss an Flachs, an Teff? Ja, das heißt, da müssen wir eventuell gar nicht nachbauen. Wir gehen, und wie hoch ist der Überschuss vor Ort? Bei den Konsumgütern, bei den Gewändern leichten und bei den Zwischenprodukten knapp. Okay. Das Verhältnis zueinander ist jeweils 2 Stickereien auf eine Leinenweberei und benötigt werden nur Hirten. Wir könnten hier weiterbauen. Wir könnten hier die Äcker einfach zubauen, aber wahrscheinlich werden wir hier eher die Stadt nachher zubauen. Das hier ist die Feuerwehr. Wahrscheinlich, ich glaube, dass wir hier vielleicht hier die Städte weiter expandieren. Und wenn wir eine zweite Stadt bauen, wo dann? Hier ist Feuerwehr. Wir können noch eine Feuerwehr hier hinsetzen, jederzeit. Und hier noch eine Stadt rüber beziehen. Wird das hier mal ein Stadtviertel? Ich glaube ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das mal ein Stadtviertel wird. Ist allerdings ein bisschen eng. Ich glaube, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wenn wir irgendwo ein ganzes neues Stadtviertel noch bauen, aber wo? Feuerwehrnähe müsste es sein. Wo ist viel Platz als Klump? Vielleicht hier im Industriegebiet. Hier vorne. In Hafennähe. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Das heißt, wir bleiben mal. Oder wir machen das hier in der Ecke. Ja, wir können auch hier alles zubauen. Hatten wir eigentlich noch genug? Können wir eigentlich noch genug noch weitere Kanäle setzen? Ich glaube nicht. Nee, das ist genau die richtige Menge. Das heißt, wenn wir... Hier kann man noch Kanäle rüberziehen. Das kann man alles erschließen. Und hier runter auch. Mhm. Steht hier auch Teff. Wir machen das hier in der Ecke. Hier wird sonst eh nichts entstehen. Da kommt es jetzt hin. Also, Lagerhaus ausbauen und gleich nochmal ausbauen. Und dann 2 Leinenweber reinbauen. Einer. Eine Leinenweberei und 2 Stickereien. Mhm. Die kommt hier hin, in die Ecke. Da könnte eine hin. Und die könnten wir hier hinsetzen. Perfekt! Gibt's ja gar nicht. Das ist ja absolut perfekt. Noch eine Stickerei hier drüber. Passt hier auch noch hier hin. Ah, schön wäre es gewesen. Oder kriegen wir hier 2 hin, wenn die weg ist. Wir könnten die dann so... Nee, das haut nicht hin. Die kommt hier hin und die Stickerei muss dann doch weiter oben hin. Vielleicht hier so hin. Was kommt dann hier nachher hin? Nix, ne? Ich sehe uns schon das Lagerhaus umbauen. Ich glaube, das Lagerhaus steht einfach doof.
Ob wir das nicht in besser hinbekommen. Ja, kriegen wir hin. Einmal hier hin. Ah ja, gut. Jetzt klappt's. Ja, alles sauberhaft. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir davon zwei gebaut. Eine Stickerei, zweite Stickerei, Leinweberei dazwischen und ein riesengroß ausgebautes Magazin. Jetzt hoffe ich mal sehr, dass unsere tapferen und wackeren Anstrengungen, all der Schweiß, den wir vergießen oder vergießen lassen von unseren Arbeitern, wir planen ja nur, dass das auch von der freien Presse gewürdigt wird in ihren Kommentaren. Destillatsknappheit, andererseits Sir Bulm und sein kleines Unternehmen oder unser Inselreich sei eine Gelddruckmaschine. Nach der positiven Entwicklung bei Sir Bulm, der redet mich wenigstens noch so an, wie es einem Sir Bulm geziemt. Mit sagenhaften Gewinnen sagt man, dort habe man Midas goldenes Händchen. Also dort nicht in meinem Kopf, das sind nicht die Händchen, aber hier, also irgendwas in der Art. Gut, für mich, das ist die Geschichte nicht gut ausgegangen, aber halten wir uns nicht auf mit Schwarzmalerei. Es explodiert nicht so schnell. Ja, also es ist jetzt nicht optimal. Mal gucken, ob wir, wie George die Sache sieht. George liebt uns heiß und innig. Deshalb machen wir mal Folgendes und lektorieren ein klein bisschen. Meister WB, das höre ich gerne. So machen wir das jetzt. Das sind die, die wir noch übrig haben. Diese Einflusspunkte, die 12. Das ist das Letzte, was wir haben. Und ich finde, das können wir nochmal machen. So ein Pärchen. Das heißt, wir gehen ja wieder rüber. Klauen die nochmal. Schau mal, wie wir das beim zweiten Mal hinbekommen. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Fein. Straße rüberziehen. Einmal. Dann nochmal zwei von denen. Also davon noch ein weiteres. Das haben wir von Beginn an so geplant. Das war geplant, Leute. Das wollten wir nie anders machen. Ich habe noch niemals im Laufe dieser Partie mit einem Ausdruck von gequältem, ich muss jetzt mal rumpuzzeln, irgendwie in den Chat reingeguckt oder auf die Spielwelt und hätte gesagt, was machen wir hier bloß? Das wäre ein Fake News, das zu behaupten. Von Beginn an so geplant. Ich weiß nur, als ich die Insel besiedelt habe, damals, einst, vor Wochen, wenn nicht gar vor Monaten, da habe ich mit einem Blick hier gesehen, ja genau so, zack, 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 zack. So war das, glaube ich. Und wehe, jemand sagt was anderes. Ich glaube, so ähnlich war es. Oder so ein bisschen. Zumindest haben wir Möglichkeiten gesehen. Ich weiß es gar nicht. Komm, ich lenke euch mal ab. Also ich glaube, so war es. Ich kann mich zumindest persönlich an nichts anderes erinnern. So, Eye of Africa. Zwei Stickereien neu gebaut. Vier und zwei Leinwebereien, alles gut. Jetzt fehlt ja noch Kultur, Captain Keeper. Könntest du dir vorstellen, hier in einem dieser Betriebe zu arbeiten? In welchem und als was? Also maximal als Aufseher. Also richtig arbeiten, Hände schmutzig machen. Bist mir jemand, der lässt Hände schmutzig machen? Oder bist du jemand, der gerne anderen die Hände wäscht? Nee, ich gucke gerne anderen beim Arbeiten zu. Anders formuliert, ich ja bei dir auch jetzt. Ja, eben. Anders formuliert, du guckst, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, eine Persönlichkeitseigenschaft, die du mit etlichen anderen Leuten gerade im Stream teilst. Ich glaube, sonst wärt ihr hier nicht dabei. Oder nachher auf YouTube, oder? Anderen gerne beim Arbeiten zugucken. Also mir. Ich mach's ja gerne, aber trotzdem. Muss ja auch mal festgestellt werden. Beklopptes Nilpferd. Liebe Grüße an dich. Sehr hübscher Nickname. Ich freue mich immer, wenn Leute der Selbstironie fähig sind.
Vom Nilpferd ein fröhliches Hallo, schreibst du. Ich bin nicht der Heilige Bulle. Der Heilige Bulle ist, ich kann auch nur eine Idee sehen, der hat noch keiner von uns gesehen. Wir kennen alle nur die Ikone des Heiligen Bullen, aber das bin ja ich auch nicht. Ich bin ja nur der, einer seiner Diener. Einer seiner bekannteren Diener. Ich predige immer, dass man ihm zu folgen habe, aber es wäre, ganz im Ernst, es wäre Ketzerei zu denken, dass in einem so kleinen Körper, einem so rothemdigen und rotbackigen Körper wie der meinen, eine Gottheit versteckt wäre. Also wirklich nicht, ehrlich nicht. Also auf gar keinen Fall. Aber trotzdem danke dir, dass du immerhin dieses Gerücht mal in die Welt gesetzt hast. Oh, wir müssen dringend uns um Nicht-Angriffspakte kümmern. Das wird Enhalo uns gleich rösten. Das kann übel enden, Leute. Wir müssten jetzt eigentlich ganz schnell was tun. Eigentlich müssten wir ganz schnell jetzt hektisch werden. Ganz, ganz schnell, bevor irgendein was ganz Schlimmes passiert. Ganz, ganz fix, Leute. Ganz fix, bitte. Ganz schnell reagieren. Jede Sekunde zählt. In jedem Augenblick kann Enhalo uns wieder den Krieg erklären. Jede einzelne Sekunde zählt jetzt, Leute. Nicht rumtrödeln, keine dummen Schwätzchen machen. Ganz schnell rübergehen ins Diplomatiemenü, bevor irgendeine Katastrophe passiert. Sofort handeln. Sofort. Auf gar keinen Fall irgendwie rumtrödeln jetzt, ne? Es kann übelst enden. Ganz, ganz schnell handeln. Und nicht jetzt irgendwie so schön bauen und irgendwelche seltsamen Dinge machen. Ganz, ganz schnell jetzt bitte. Das sieht ja doof aus. Auch nicht aufs Ästhetische gucken, einfach nur aufs Gameplay. Nicht sich mit in irgendwas verheddern, wo es überhaupt nicht drauf ankommt. Das ist völlig egal. Das hier ist nur Schönbauerei. Das führt zu nichts. Das führt zu überhaupt keinem Unterschied im Spiel. Macht sowas nicht. So, nachdem ich euch jetzt mal gezeigt habe, wie wir es nicht machen, ganz schnell, ganz, ganz schnell rüber zu Enhalo. Und zwar jetzt. Schon wieder die falschen Knöpfe gedrückt. Unfassbar. Es ist so ein innerer Zwang. Jetzt müssen wir uns unser Werk einmal kurz anschauen. Gleich erklärt uns Enhalo den Krieg. Schiffe werden abgeschossen. Und warum? Weil einer von uns auch mal anderen bei der Arbeit zugucken will. Nämlich ich. Ich will auch mal anderen bei der Arbeit zugucken dürfen. Dieses Privileg sollt nicht nur ihr genießen. Weiter so. Gut so. Weiter arbeiten. Ich darf auch. So, jetzt ganz, ganz schnell. Oh Gott, hoffentlich ist nichts passiert. Ganz schnell gucken gehen. Ich sehe schon. Oh Gott, ganz, 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 ganz schnell. Ganz, hoffentlich kommt es nicht zu spät. Könnte klappen. Nicht bevor wir kriegen, was uns zusteht. Boah, das war knapp. 11.000 Geld rausgehauen. Obwohl wir die Quest versemmelt hatten eben. Mann, Mann, Mann. Ganz knappe Geschichte. Das ist nochmal gut gegangen. Gib es einfach her. Da hast du recht. Eigentlich. Ich fühle mich, als ob ich. Komplimente verteilen. Geld verteilen. Verstanden. Raus. Danke. Zugucker, ich glaube, WB möchte für seine Arbeit gelobt werden. Gute Arbeit, WB, machst du gut. Danke. Und so spontan von dir. Vielen lieben Dank. So, jetzt mal im Ernst. Das läuft, das ist gut. Ein neues Stadtviertel errichtet hier. Hier steht es. Ein neues Arbeitsviertel. Und jetzt wird hier haufenweise, werden jetzt hier Gewänder produziert. Und die können wir von hier aus wegbringen. Das heißt, wir gehen in die Konsumgüter. In die Gewänderproduktion und sagen, hier sollen bitte mindestens immer bleiben. 30.
30 sollen immer hier sein. Ach komm schon. Dann checken wir mal die Handelsrouten. Wo Gewänder drin sind. Keine. Das heißt, alles, was von hier abläuft, da gab es noch gar keine Gewänderrouten. Dann nehmen wir den African Trade 2, diese Route, und sagen, in Afrika bitte wegbringen. Die Gewänder und das gleich zweimal. Und den Taburime bitte entladen mit einem Schiffchen, das ja immer hin und her wetzt. So machen wir das. Wo ist das eigentlich? Wo ist das Schiffchen? Wo ist es und wie heißt das und wie viele? Eins. Es ist die Schwarze Rose. Da eilt sie hinüber und landet jetzt an der Küste von Taburima und wartet erstmal, wartet ab. Kein freier Platz im Hafen. Richtiges Engagement von Videogame History. Ich muss dich sehr, sehr loben. Vorbildlich. Videogame History schreibt, war da irgendwas mit einer Quest? Ich kann mich ja nichts erinnern. So muss es sein. Vorbildlicher Einsatz hier. Das ist die prächtige Hauptstadt von Ketema, dem Herrscher hier. Wir müssen noch viele Aufgaben. Vorsicht. Vorsicht. Viele Aufgaben für ihn erfüllen. Denn jetzt geht's rüber Richtung Eye of Africa. Schari. Das war doch keine Schleimerei, was Videogame History gemacht hat. Das war nur der Versuch der moralischen Unterstützung für denjenigen, der arbeitet. Alles richtig gemacht. Wir rasen rüber. Stau vor dem Hafen. Sollen wir uns mal Gedanken darüber machen, wie wir den Hafen, ob und wie wir den Hafen ausbauen? Taburime ist mit. Oh Gott, was für ein schöner Anblick. Alle logistischen Überlegungen, was man machen könnte, wieder hinweggeblasen, wo WB, also ich, einen wunderschönen Sonnenuntergang seht. Mein Herz schmilzt und mein Verstand auch. Da kann ich nicht mehr denken. Zeigt mir einen wunderhübschen, idyllischen Sonnenuntergang und ich verliere IQ-Punkte. Ich hoffe nicht unwiederbringlich. Die sind dann einfach weg. Jetzt werden die Gewänder abgeholt. Ich glaube, wir müssen den Hafen ausbauen. Wir müssen neue Anlegestellen schaffen. Jetzt kommen die Gewänder rein. Wir gucken mal. Oh, du meine Güte. Rappelvoll, so ist es gut. Und dann könnten wir... Wo ist eigentlich Tante Mimi? Ah, hier, okay. Dann brauchen wir noch eine Route, die nach Mimi Matata die Gewänder bringt. Und da haben wir mal um die gar keine Route. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall von hier, von der alten Welt, sollten wir das ein oder andere Schiffchen rüberbringen. Wir hatten ja mehrere neue erzeugt. Die liegen hier. Die Morgentau, die Abendlicht, das Abendrot und das Abendbrot. Wir nehmen mal das Abendbrot und das Abendrot. Oder, also ich komme jetzt schon durcheinander, wenn ich es nur aussprechen möchte. Und wir fahren einmal rüber nach Enbesa und nach Taburime. Mit der Abendrot und mit dem Abendbrot machen wir das auf. Können wir auch schon mal Dinge mitnehmen von ihr. Was könnte denn drüben... Was sollten wir denn mitnehmen? Was könnten die Leute drüben brauchen?
Ich soll einen Weihnachtsmarkt bauen, Gummibärchen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Weihnachtsmarkt DLC installiert habe. Ich muss mal nachgucken. Ich weiß es nicht auswendig. Wenn nicht, dann schreibe ich mal Ubisoft an und lass mir den geben. Was bräuchten wir hier vor Ort? Wir könnten schon mal Dampfmaschinen noch mehr uns holen. Genau. Brillen sind voll. Okay. Hier wieder hin. Die nimmt dann bitte schon mit. Dampfmaschine. So. Haufenweise Dampfmaschinen. Einmal Holz für irgendeine Sache. Aber nee, nicht das Holz brauchten wir gar nicht. Wir brauchten... jetzt haben wir schon voll. Wir brauchten das Rohholz drüben. Nämlich... das hier. Die nehmen wir mit und fahren damit einmal rüber. So, jetzt gehen wir wieder hier hin gucken. Nataburime. Und wenn das erste Schiff hier angekommen ist, das ist im Augenblick auf hoher See. Irgendwann wird es hier angezeigt. Ist wahrscheinlich noch nie. Von hier oben fährt es runter. Dann können wir hier unten auch an die Verteilung rangehen und die Gewänder oben hinbringen. Bis dahin. Da war dann noch irgendeine Sache, die wir machen wollten. Woanders. Wo war denn das? Irgendwas irgendwo? Nee. Dann bauen wir einfach hier weiter aus. In Mimimatata. Wisst ihr was? Wir liefern die Gewänder schon mal ab. Komm, einmal Gewänder raus. Die Tante Mimi bringt schon mal vorsorglich. Holt die schon mal ein paar Gewänder mehr ab. Hier vorne. Ach, ich weiß wieder, wir wollten den Hafen ausbauen. Und welchen? In Taburime wollten wir den Hafen ausbauen. Eine weitere Anlegestelle wollten wir errichten, damit es sich hier nicht so knubbelt. Ziehen wir hier eine Straße runter. Das ist die Anlegestelle. Ich finde, das sollte man noch gepflegt vollbauen hier mit Kultur. Mit irgendwas Hübschem. Die gehen aber nicht. Baugelände blockiert. Hier sind nur so Zweierfelder. Das passt hier aber hin. Ah, da ist schon einer auf der anderen Seite. Ja, dann Fässer. Das ist hier am Hafen. Hier müssen Fässer hin. Wie sieht denn das aus? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Das ist ja total hässlich. Was ist denn das hier, Leute? Sind das Schatten? Ist das Dreck? Was ist denn das hier, Kieber? Das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ob du da überhaupt hättest eine Straße hinlegen müssen. Ich hab's gemacht. Sehr dubios.
Sehr, sehr dubios. Sehr dubios. Sieht aus wie von den Gezeiten zerfressen, ne? Ja. Also das, das geht nicht. Das ist mir zu hässlich, tut mir leid. Ich sag's ganz offen. Kann ich nicht verantworten. Das hier ist okay. Dann ziehen wir hier. Kommt schon wieder. Wir müssen Felder suchen, die nicht so doof aussehen. Wie kriegen wir das denn hin? Wir müssen irgendwas bauen, was hübsch ist. Nix, alles nicht möglich. Dann halt ein hässliches und dann erzählen wir irgendeine Geschichte drumherum, die wir uns nur ausdenken müssen. Und hier kann man auch nichts bauen. Sehr dubios. Sehr seltsam. Kann man denn hier was Hübsches hinstellen? Auch nicht. Also das ist ja... Hier ist die Straße, sieht hier auch doof aus. Das ist ja alles doof. Das Auge spielt doch mit. Ich will ja was geboten bekommen. Das ist ja ganz bizarr hier. Ja. Ganz, ganz seltsam. Müssen wir alle durch. So, ein Schiff. Ich glaube, die Schiffe sind mittlerweile da, ne? Da ist er. Das ist das Abendrot. Das Abendbrot folgt, glaube ich. Das sehen wir unter Umständen schon. Das muss direkt dahinter kommen. Und Tante Mimi wollte Keramik abholen. Gewänder abholen. Alles gut. Fährt damit einmal rüber hierhin. Nach Mimi Matata, zu ihrer Insel. Hier geht's hin. Und das andere Schiffchen, da kommt doch das zweite. Da ist das Abendrot und da ist das Abend... Ist immer noch nicht da. Irgendwo ist das Abendbrot noch. Und die Abendrot nehmen wir jetzt für eine neue Handelsroute und richten die ein. Und die soll bitte immer fahren zwischen Taburime und Mimi Matata hin und her. Das wäre eigentlich ein Job für Tante Mimi. Immerhin ist das ihre Insel. Aber dann können wir sie nicht mehr zu so extra Aufgaben hin und her schicken. Was meinst du, Captain Keeper? Sollen wir Tante Mimi sagen, das ist deine Insel, kümmere dich gefälligst um deine eigene, schöne Insel? Oder sollen wir, wie gehabt, sie als Kurier einsetzen und ein anderes Schiff dazu verpflichten, ihre Insel zu versorgen? Wir können ja mal gucken, wie sie die Aufgabe meistert, ihre eigene Insel auf Vordermann zu bringen. Im Rahmen einer automatischen Handelsroute. Ganz genau. Captain Kiba findet Tante Mimi, ich zitiere Captain Kiba, Tante, was, ihr habt es gerade wörtlich gehört, Kiba hat gesagt, Tante Mimi soll sich gefälligst um ihren Scheiß selber kümmern, hat sie in ihrer unfassbaren Art gesagt und das machen wir jetzt auch. Abendrot. Nur falls du was vergisst, ne? Tante Mimi, die hat er im Griff, glaube ich. Also wir gehen hier mal raus. Abendrot macht gar nichts, Tante Mimi ist hier. Liefert die Sachen ab. Scheitert schon daran, dass sie zu voll ist. Wie, das war nicht böse gemeint, ist halt so. Wir bauen davon noch eins. Irgendwo, wo es nicht stört. Laden das gute Zeug ab. In die Handelsrouten rein. Und sagen ihr, von Taburime runter zu deiner Insel Mimi Matata hin und her. Hier laden wir immer ein. Erstmal nur Gewänder.
Die werden hier entladen, aber wir brauchen keine 50, das ist absurd. Wir nehmen 30 mit. Und in Minimatata haben wir auch Überschüsse im Moment, massive. An Hibiskus-Tee. Haben vor allem Überschüsse an. Was können wir sonst noch hier mitnehmen? Teff. Da ist auch zu viel Teff da. Das wird dann hier entladen. Teff und Hibiskus-Tee. Und Gewänder werden mitgebracht. Ach, es sollen ruhig 50 sein. Ein Slot halt, komm hier. Einmal voll, bitte. Die Route heißt... Mimi Matata Taborima. Wollte ich gerade Toblerone schreiben? Nein. Ich kann nicht nur an Toblerone denken. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die auch hieß. Taborime. Ich glaube, ich leide unter Schokoladenentzug. Mimi Matata. Was ist denn hier? Mimi Matata. So. Mimi Matata Taborime. Im Alleingang. Hin und her. Ich habe es ja eben gesagt. Ich habe gesagt, Tante Mimi, kannst nicht deine Sachen alleine machen. Man muss ja immer jede Kleinigkeit sagen. Einerseits dein Engagement gut, andererseits sei doch etwas selbstständiger, ist sie jetzt. Ab jetzt organisiert sie, hat sie ihre eigene Aufgabe, ihre eigene Insel, kümmern sich alleine um alles. Man muss sie nicht mehr schütteln und sagen, Tante Mimi, wach werden, du hast jetzt wieder eine neue Aufgabe, sondern sie macht alles alleine. Es ist quasi ein Level-Up jetzt. Ein Upgrade für unsere Tante Mimi. Bin mal gespannt, ob das gut geht. Würde mich sehr freuen, wenn ja.